Ja, 70 Kilometer, dann sind wir in einer Stunde da. Da haben wir nur 3 Stunden Verspätung. Ah, hier dürfte dann also auch wieder 100 sein. Jawohl, ja. Gut, dann geben wir auch noch mal ein bisschen Gas. Die letzten 62 Kilometer. Das wäre nicht verkehrt. Bei dem Verzug, den wir schon haben. Da jetzt noch mal so ein bisschen den Pin nach unten zu drücken. Um dann doch irgendwann noch mal in Schwerin ankommen zu dürfen. Die Felder liegen brach. Naja, was heißt brach? Es ist Herbst. Die Ernte ist eingefahren. Apropos Ernte. Der neue Landwirtschaftssimulator ist quasi im Anflug. Ich bin noch nicht sicher, ob ich ihn Let's Playen soll. Denn ich, liebäugle auch mit einem Konkurrenzprodukt, das allerdings erst nächstes Jahr released wird. Wir müssen mal schauen. Wir müssen mal schauen. Lass dich überraschen. So. Vierundvierzig Kilometer. Na, das ist doch durchaus machbar. Es sei denn, die Straße explodiert. Oh. Vielleicht dann doch mal das Navi nutzen? Ja, das, lö. So, da wären wir dann wieder. Ein bisschen Schlangenlinien durch die Kante geheizt hier. Bisschen durchs Unterholz gecruised. Offroad gefahren. Warum denn auch nicht? Also lernt man die Landschaft noch ein bisschen besser kennen. Es hieß Erdkunde, Geologie und was weiß ich, alles in allem. Hupalalala, ich gehe schon mal ein bisschen in die Eisen. Ja. War nicht die schlechteste Idee. Offensichtlich nähern wir uns Schwerin. 23 Kilometer, meine Damen und Herren. Es ist kaum zu glauben. Doch es scheint tatsächlich Realität zu sein. Wow. Ja. Dass ich noch einmal ein bisschen gegen die Leitplanke fahre. So. Okay. Selbstverständlich erwartet uns Schwerin mit einer Ampel. So. Einem Kirchturm. Sehr schön. Netten Autofahrern. Ja. Taschauern. Wahrscheinlich mehr als 2,5 Stunden Verspätung. Aber was sollen wir denn machen? Nicht wahr? Die Streckenführung war heute, also bei, das heißt heute war jetzt die letzten Tage ein Graus. Wir haben furchtbares Chaos erlebt. Wir waren zum Teil auch mitverantwortlich für das Chaos. Das will ich ja auch gerne zugeben, aber was lange währt,
wird offensichtlich endlich gut. Auch ganz zu meiner Freude. So. Jawohl. Hier mal langsam drüber brettern. Genau. Na, den haben wir jetzt mal etwas voller mitgenommen. Dürfte aber hoffentlich nicht ganz so schlimm sein. War es wohl auch nicht, es hat sich niemand beschwert. Was dann ja doch auch schon etwas seltener ist. Nicht wahr? Ups. Mhm. So. 6 Kilometer bis zur Haltestelle. Oh. Schön. Schön, schön. Oh. Achten Sie auf Ihr Navigationsgerät, Herr Busfahrer, sonst kommen Sie hier noch völligst durcheinander. Und das wollen wir ja nicht. Wohl. So. Wir sind am Schweriner... Was? Der Nagel ist angerissen. Ja, wo soll der denn wohl hergekommen sein, hä? Am Schweriner Bahnhof angekommen. Niemand erwartet uns, natürlich. Wir sind ja auch echt viel zu spät. Aber haben Schwerin freigeschaltet. Ach doch, eine Person erwartet uns. Einige steigen aus. So. Hallo, hier ist mein Ticket. Nach Bremen? Immer Kollege. Haben wir echt das falsche Ticket gebucht? Ja, da haben die echt das falsche Ticket gebucht, Kollege. Kann man nichts machen. Unser Fahrgast bist du jedenfalls nicht. Hättest ja umbuchen können. So. Aber wolltest ja auch nicht. Dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Okay, 102. Wow. Gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. 171 Kilometer. Dann haben wir es tatsächlich zu unserer Zieldestination Rostock geschafft. Kaum zu glauben, aber wahr. Und wir haben jetzt schon am Ziel, am Ankunftsort Verspätung. Ja, wie gesagt, das zieht sich dann einmal mit komplett durch, gerade wenn es eine Verspätung ist von über 2 Stunden. Wie soll man die dann noch aufholen? Ne? Ich meine, fliegen, ja. Wir fliegen ja schon teilweise, aber halt nicht schnell genug. Da unsere Höchstgeschwindigkeit nun mal auch auf 100 km/h beschränkt ist. Es macht es dann schwierig zu fliegen. Tja. Da kannst du machen nixe. Musste gucken zu. Dennoch wäre es sehr freundlich, bald mal weiterfahren zu dürfen. Ich bin mal gespannt.
Sonst sind ja immer die Kommentare, ah, hier, Fernbus super pünktlich, besser als Bahn und super toll. Mal gucken, was sie diesmal sagen. Oh Gott. Und ich möchte auch gar nicht auf unsere Punkte, oh, die Statistik. Ach du Heilig. Ja, na, wir werden sehen. Wir werden sehen, wenn wir angekommen sind, was uns dort blüht. Drückt alle mit die Daumen, dass es keine weiteren chaotischen Komplikationen gibt. Weil so ein paar Unvorhersehbarkeiten, Unwägbarkeiten sind ja auch ganz interessant. Aber dann bitte nicht solche, die im totalen Chaos enden. Das hatten wir jetzt echt zu Genüge und das muss ja auch nicht sein, oder? Bin ich mal so der Meinung. So. Okay. Schwerin ist aber so, eigentlich ein ganz schönes Städtchen. Von der Machart hier im Fernbus-Simulator, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, ausgerechnet jetzt. Vorhin habe ich so viele Wasserflächen gesehen. Ausgerechnet jetzt ist natürlich nichts davon zu sehen. Oh nee, ne. Steht er da wieder? Achso, der will abbiegen. Na gut. Kann sagen, der hoffentlich nicht. Aber nein, die Hoffnung war oder ist gut gewesen und hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Sehr schön. Also setzen wir uns unsere Fahrt fort und biegen hier schnell noch mit ab. Es war halt dunkelgrün, nicht wahr? So, AÖ. AÖ. Okay. Almö. Nee. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, liebe Ampeln, bitte. Es wäre nett. Danke. Hui. Hui, 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 hui. Ah, Kollege, danke schön. Gäben's, Mann. Bisschen Gas hier, das ist. Wir haben doch keine, wir haben wirklich keine Zeit. Ey. Oft habe ich das ja gesagt, wenn wir ein sehr komfortables Zeitpolster hatten. Scheiße. Nein, wir stehen auf der richtigen Spur. Sonst habe ich das ja, wie gesagt, oft gesagt, wenn wir ein sehr komfortables Zeitfenster hatten. Dies haben wir aber nicht mehr, im Gegenteil. Diese Runde ist an Verspätungen kaum darum zu überbieten. Sich halt anschnallen. Ja, richtig. Ich musste mich mal kurz da reinzwängen. Dabei ist mir vermutlich der Kollege in dieser. Hat sich jemand im WC eingesperrt oder kommt nicht mehr heraus? Ey. So. Ja. Was mit diesen Freigaben manchmal passiert, weiß ich jetzt auch nicht, warum es so ist. Es ist mysteriös. Vielleicht haben wir irgendwie so einen Kobold an Bord, der so ein bisschen rumspukt. Das wäre ja möglich. Ja. Naja. Ja, eigentlich müsste es ja noch auf die, oder? Auf die Autobahn gehen? Jetzt habe ich natürlich nicht wieder nicht drauf geachtet vorhin, als wir auf der Karte waren. Ups. Ja, ich habe es gesehen im Rückspiegel. Aber zu spät. Tut mir leid. Da war es leider schon geschehen. Ich sollte erst in den Rückspiegel gucken und dann
die Spur wechseln, ich weiß. Okay. Fuck. Was ist denn hier los, ey? Wo ist ihre Konzentration hin? Ich weiß nicht, meine Konzentration hat irgendwie... Ja. Ist irgendwie abhanden gekommen. Woran das wohl liegen mag, man weiß es nicht so ganz genau. Man kann das alles nicht so genau erkunden. Was? Sind wir hier lang? Nee, das... Nee, nee, nee. Oh oh, oh oh, oh oh. Das provoziert schnell ein Lenkfehlverhalten. Eine solche Kurve, aber es ist gerade noch mal gut gegangen. Was ist mit der nächsten? Ah, kurz davor. Doch, hier sind wir hergekommen. Meine, oder? Oder auch nicht. Da geht's also noch mal auf die Bahn. Wunderbar. Dann schauen wir mal, was denn der letzte Autobahnabschnitt noch so für uns parat hält. Offensichtlich direkt am Anfang mal eine Baustelle, weil wir diese ja so gerne haben, so sehr mögen. Natürlich eine, in der geblitzt wird, in der man nur 60 fahren darf, aber in der alle anderen nur 50 fahren. Na gut, jetzt ja. Busa, sagte ich bereits, nicht wahr? Na hier, Kollege, du darfst ein bisschen darfst. Genau. Mehr wollen wir ja gar nicht. Geblitzt wurden wir eh schon. Daher. Naja. So ist es halt. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir auf dieser Tour geblitzt wurden. Warum ihr so schleicht, wisst ihr selber nicht, oder? Oder gibt es dafür irgendeinen ersichtlichen Grund? Bescheuerte Baustelle, ey. Ja. Gut. Haben wir die auch wieder geschafft. Bis auf den Blitzer sogar fast problemlos. Also fast. Genau, die Betonung liegt auf fast beinahe. Streckenführung auf der Gegenseite scheint ja doch ziemlich wirr zu sein. Habt ihr das gesehen, die Knoten? Ach, so wie hier jetzt, eine verknotete Autobahn. Oder eine Brezelautobahn oder was weiß ich. Herr Tempomat reagiert wieder nicht. Dann geben wir also nochmal Gas und schauen, ob es denn jetzt beim nächsten Versuch
besser klappt. Jawohl. So. 101 Kilometer steht jetzt auch schon eine ganze Weile da. Also ich denke, wir dürften uns mittlerweile auch gut unterhalb der 100 Kilometer befinden. Wir dürften es nicht mehr ganz so weit haben, bis wir dann denn endlich in Rostock angekommen sind. Ich glaube, wir machen auch vorher keine Rast mehr. Das genau, 75 Kilometer, Entschuldigung. Dürfte sich dann auch einfach nicht mehr lohnen. Ja. Ah, hier wäre eh offiziell nur eine Tankmöglichkeit gewesen. Naja, gut. Ach du Scheiße. Also nochmal schön in die Eisen. Naja. Es hätte ja noch grad Jod gegangen. So, ups. Und Tempomat, jawohl. Diesmal hat er wieder reagiert. Sehr schön, danke sehr. Zu freundlich. Er merkt auch, dass es langsam, aber sicher dem Ende zugeht von dieser wahnsinnig langen Tour. Ich bin ja mal gespannt. Ich bin ja auch mal da gespannt drauf, wie viele Kilometer wir denn unterm Strich echt jetzt gefahren sind. Weiß gar nicht, rechnet der die zurückgelegten Kilometer oder die geplanten? Weil die zurückgelegten dürften noch einige mehr sein, als die eigentlich geplant waren, ne? Durch diese Vollsperrung der Autobahn. Und diese unsinnige Umleitung, die wir uns dann selber suchen mussten. So, mal schauen, das könnte dann auch schon unsere Abfahrt sein. Oder? Sieht danach aus, jawohl. Gucken, was das Navigationsgerät dazu sagt. Aber ich vermute mal, ja. Das Navi sieht es genauso. Ein wenig geradeaus. Dann dürfen wir aber vermutlich hier. Komm, fahr du vor. Ach so, er fährt sowieso im Kreis. Gut. Das konnte ich ja nicht wissen. Nicht wahr. So. Wunderbar. Herr LKW, ich habe Sie rechtzeitig im Spiegel gesehen. Niemand hat gemeckert. So was aber auch. Bis jetzt hat niemand auf deren An- und Ausfahrten hier gemeckert. Das hätte beinahe einen Unfall gegeben. Glücklicherweise nur fast. Hier fahren wir sicherheitshalber schon mal auf die mittlere Spur. Auch wenn es gleichwohl direkt nach Rostock reingeht. Ich kann schon die Kräne des Hafens sehen. Die Kreuzfahrtschiffe sind vermutlich schon da und warten sehnsüchtig
auf die Ankunft des Tetrabusses. Hier in... Rostock! Ja. Ich blinke natürlich in die falsche Richtung. Hoffe, er hat uns jawohl. Dankeschön. Dennoch reingelassen. Sehr nett, muss ich sagen. Sieht man auch nicht alle Tage. Ob es jetzt wirklich so sinnvoll war, werden wir sehen. Nicht, dass wir wieder Spurhopping machen müssen und an der nächsten Ampel auf der rechten Spur uns eigentlich befinden sollten. Egal. Hauptsache, wir kommen an. Hauptsache, es wird mal irgendwann grün. Ja, hallo. Ja, danke. Wir kommen. So. Sehr schön. Es ist hier sogar noch 70. Ist halt die Frage, wie lange. Das kann allzu lang nicht mehr sein. Deswegen lasse ich den jetzt erst nochmal hier ein bisschen ausrollen. Aha, hier ist das Rostocker Depot. 100 natürlich. Ja. Das hatte ich vermutet. Okay. Schick, 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 schick alles. Ja, ja. Bitte könnten Sie die Ampel auf grün schalten. Das ist... Kommt doch von der anderen Seite überhaupt keiner. Ich meine, was ist denn das für eine... Aha. Unmoderne Ampelschaltung hier in Rostock, bitte. Ja, hallo. Junge, Junge. Ja, nee, ist klar. Kollege. Das mache ich aber jetzt nicht mit. Weißt du Bescheid? Ne? Wollte ich nur mal so gesagt haben. Das war mir dann doch zu doof. Genau wie das. Uah. Oh! Du Scheiße! Okay. Entschuldigung. Das war... ein Fehler meinerseits. Oh oh. Gerade noch die Kurve gekratzt. So. So. Ja, wir haben knappe 2 Stunden Verspätung. Kein Alkohol am Steuer. Nochmal eben hier einen angedutscht. Auf den letzten Metern. Zum Ziel. Dass wir jetzt in diesem Moment erreicht haben. Und es wird gar kein Kommentar gesprochen. Okay. Na gut. Na dann. Klappe zu. Affe tot. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ausloggen, was das Resultat ist. Oh je. Aktuell 1062 Erfahrungspunkte. Gefahrene Kilometer. 2112. Ja, das war die längste Tour ever, die wir hatten. Haltestellen 12 von 13. Was? Kontakt mit Zentrale 12 von 12. Jawohl.
sieht doch alles ganz gut aus. Überpünktlichkeiten. Pausenqualität. Was? Was soll das denn? Okay, PC-Freigabe, WLAN. Das ist aber komisch. Lenkzeit angenommen, Betriebszeit 0. Sachschaden 32. Ja, Unfälle 52. Okay, Fahrverhalten. Auf Straße gefahren, 84,5%. Eieiei. Kein Bremsfehlverhalten, juhu. 25 Lenk. Bordsteine 0. Okay. Ja. Sicherheitsabstand nicht einer 3 und 6. Ach, hey. Okay, Leute. Ja, das war diese Tour, diese Route. Würde ich sagen, bis zur nächsten Route. Euer Tetragamer Marcel. Ciao.